War ich hier schon mal? Das kommt mir auch schon wieder bekannt vor, der Scheißdreck. Ich bin heute nicht so erpicht darauf, diese ganzen Drecksgespräche da mit irgendwelchen Drecksadmins zu führen. Muss ich einfach sagen, das ist einfach nur ätzend. Mittlerweile, es ist immer dasselbe. Immer dasselbe, wenn ich in ein Scheißdrecksadmin-Gespräch komme. Was passiert? Also, ihr wisst, was passiert. Ihr wisst eh, was passiert. Die inszenieren sich aufs Übelste und ich erzähle dir dann so ein paar Takte und dann wollen sie mich bannen. Ich meine, sie hätten einfach auch sagen, ja, ich bann dich jetzt, weil Ding. Nein, wie Nico es sagte, es ist halt total lächerlich, weil sie halt immer wieder auf, keine Ahnung, ihre eigene Macht so ein bisschen demonstrieren wollen. Ja, ich kann dich jetzt bannen, weil ich bin der Admin und sowas und dann gebe ich dir noch mal ein bisschen was drauf, weil du so doof bist. Also, solche Sachen. Ah, hier, Police-AP. Ich meine, die müssen doch irgendwas kompensieren. Das kannst du mir nicht erzählen. Die meisten dieser Art. Ich meine, ich hatte nur einmal einen Chilligen, der gesagt hat, ja, mir ist das eigentlich scheißegal, was du da mit den Props machst, aber die Leute haben sich halt bei mir beschwert und ich muss was tun. Das war der einzige bisher, den ich irgendwie ganz entspannt fand. Ich will's fucking nicht nur mal nicht pauschalisieren oder sowas, ne? Will ich nicht. Will ich überhaupt nicht. Aber man weiß halt, es sind halt Muster, die auftreten. Ich sag's ganz ehrlich, es sind so Muster, die auftreten, die mir aufgefallen sind, dass es halt immer wieder dasselbe ist. Es passiert immer wieder. Egal, wie man es dreht und wendet. Admin-Gespräche, diese Menschen sind nur da wirklich, wie Nico es gesagt hat, um ihre Macht so ein bisschen zu demonstrieren. Und das ist für mich persönlich sehr traurig. Aber hey, was weiß ich schon. Wie die das hier reinschreiben teilweise, als ob das richtige Stellen sind, so Arbeitsstellen oder sowas. Ich finde das irgendwie total lächerlich. Ich finde das absolut lächerlich. Infrastrukturadmin. Was bitte macht denn ein Infrastrukturadmin? Ich habe noch nie einen Alfred Winkler genannt. Nie im Leben, ey. Diese Map kommt mir nicht bekannt vor. Ach du Scheiße. Ich drücke cool, kann keine Props spawnen. Ob ich wohl Wagen zerkloppen kann oder sowas? Ob ich wohl Wagen reinkloppen kann und die dann irgendwann kaputt gehen? Ich will eigentlich, mein Traum ist es eigentlich, dass die einfach mal aufhören mit dieser Scheiße. Mit diesen Dreckservern. Weil es meiner Meinung nach nicht in den Sinn kommt. Oh, das dampft ja wirklich. Das funktioniert ja echt. Mir kommt es nicht in den Sinn, wie man es schaffen kann, ich sag's mal ganz ehrlich, den Aufpasser für irgendwelche 12-Jährigen zu spielen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Und dann auch noch nebenbei das mit dem Gewissen machen, während man diese Leute abzieht. Weil das, was in diesen Shops angeboten wird, das ist Abzocke. Mehr ist das nicht. Das ist schön. Also, auf zum nächsten. Auf zum man mich, Benni? Du den nächsten nach. Gleich explodiert. Was? Ey, du dummer... Wie bitte? Sekunden. Oh, guck mal, da sieht man sogar, was da Schönes brennt. Das machen wir jetzt 800 Millionen Mal. Wir wollen die Leute dazu bewegen, sich zu bewegen. Machen wir es uns ganz einfach. Wir zerstören ihre Autos. Ich meine, die haben einen Shop. Shop.modern-gaming.net. Wenn ich darauf gehe, werden die Preise wahrscheinlich utopisch sein. $100 für 2 Millionen. Die brennen ja immer noch. Da ist noch ein Wagen, der muss auch zerstört werden. Ja. Waren Sie das da hinten? Was? Die Autos? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Die brennenden Autos. Ach so, die brennenden. Ich bin ja gerade erst gekommen. Ach so, ja, okay. Mhm. Nee, weil ich muss echt den Künstler treffen. Also die Motivation will ich wissen. Wieso die Motivation? Ja, die Motivation, Autos anzuzünden, es hat bestimmt eine deepere Message, irgendwas mit Ukraine-Krieg oder so. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass man die Leute mehr dazu bewegen will, zu Fuß zu gehen, anstatt Autos zu nutzen. Was ist so ein Fick habt ihr gemacht? Das war ich weiß nicht. Ich war es auch nicht. Der hat einfach begonnen, auf unsere Autos zu. Ja, er war es auch nicht. Total wahnsinniger muss das gewesen sein. Davide, komm mal kurz. Davide, komm absolut mit. Krank im Kopf. Ja, wirklich. Gefällt mir trotzdem irgendwie. Oh. Du bist der Künstler, Lügner. Gehen wieder zu den brennenden Autos, oder? Oh, die Polizei ist da. Was will der Hund von mir?
Verdammt, geht mal vom Auto weg. Ich will das Auto da erledigen. Wird's Zeit? Dann machen wir halt einfach weiter die Autos kaputt. Mechaniker kann man nicht werden, wenn da halt so viele da sind. Das ist total ätzend. Wie wär's, wenn wir dieses Auto hier... Aber nein, das ist vielleicht nicht so gut. Yo, what's up? Ballers for life. Ja, lenk den mal ab, ey. Das ist eine gute Idee. Oh, sorry. Hat er schon Bad? Keine Ahnung. Mit Waffen? Achso. Das ist... Hat er das echt gesehen? Das habe ich gesehen. Hä, was? Das ist... Polizeigewalt. Beschädigung. Ich habe gar nichts getan. Ich weiß nicht, wovon du redest. Keine Sorge. Ich vertrete sie. Ich bin Anwalt. Und sie gehen weg jetzt, sonst werde ich sie festnehmen. Nein, der darf beibleiben. Er darf dabei bleiben. Ist schon richtig. Ja, ist schon richtig. Hey, das darfst du nicht. Natürlich darf ich das. Nein, darfst du nicht. Wenn ich sage, er gehört zu mir, ist mein Anwalt, dann ist das okay. Ah. Nee. Doch. Dann darf ich jetzt ein Ticket schreiben. Darf ich. Entweder du lässt mich los oder ich schreibe ein Ticket. Für Fail OP. Was? Du hast grad meinen Anwalt niedergeschossen, obwohl es eigentlich nicht erlaubt war. Machen Sie ruhig weiter. Das ist nicht erlaubt gewesen. Haben Sie gerade nicht verstanden? Ja, was doch. Ist von mir? Du hast es genau verstanden, doch. Er redet mir jetzt so wirsche Sachen. Ja, ich merke ja schon. Ich glaube, da werde ich mal ein Ticket schreiben, okay? Machen Sie das. Jo, was ist für ein Ticket? Ein Bußgeld-Ticket oder ein Falschparken-Ticket? Oder was meinen Sie für ein Ticket? Fail RP! Bitte aufhören zu befreien, sonst werde ich Sie tasern. Okay, dann taser mich doch. Okay, dann wollte ich so. Was? Also ich sag mal ganz ehrlich, wenn er meinen Anwalt niederstechen darf, dann darf ich auch einen Respawn machen. Und ich dachte mir, wenn da jetzt gleich ein Admin-Gespräch kommt, wird's noch lustig. Weil dann sage ich einfach, dass er einfach meinen Anwalt weggetasert hat. Obwohl ich ihm gesagt habe, er darf dabei sein. Wenn ich gebannt bin, dann muss ich über ein Ticket schreiben hier. Es geht ja so nicht, dass irgendwelche korrupten Drecksbollen da irgendwelchen Scheiß bauen da. Das geht ja nicht. Eine Woche. Ehrlich? Chief 781. Das ist der blöde Hurensohn, ne? Der Polizei. Alter. Okay, dann komme ich halt in der Woche wieder.